Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Krasses Wochenende, langes Wochenende, anstrengendes Wochenende. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr so getrieben habt. Hoffentlich war es erfolgreich für euch. Ich habe Pokémon technisch leider nicht so viel gezockt. Ich habe gerade ein paar Eier gesehen. Da kam schon der erste Fail bei mir. Ich habe ja die große Box gekauft, dank den Donations von euch. Nochmal danke und Shoutout an alle, die gespendet haben. Und ich weiß auch noch gar nicht, ich hatte gar keine Zeit, jetzt andere Videos abzuchecken oder so. Ich weiß auch noch gar nicht, welche von den Boxen die beste ist. Dann schreibt das unten in die Kommentare, was eurer Meinung nach die beste Box ist. Auf jeden Fall, ich habe die große gekauft. Da waren auch 6 Inkubatoren drin. Habe ich direkt ein paar 10er angemacht. Die sind geschlüpft. Die App ist dann leider abgestürzt, als ich Screen Recorder anmachen wollte. Dementsprechend könnt ihr das leider nicht sehen. Echt traurig, echt schade. Erster Fail. 2 Miltanks waren dabei, ein Lavita, ein Dratini und 2 andere Sachen, an die ich mich gerade gar nicht erinnere. Ansonsten, wie gesagt, bisher Event kaum ausgenutzt. Heute ist der erste Tag, wo ich richtig zocken werde und dementsprechend ab heute werde ich euch jeden Tag so ein kleines Update geben, wie viel EP ich gemacht habe, wie viele Bonbons und sowas, so ein Zwischenstand. Auf dem Weg zu den 50 Millionen wird schwer, also vor allem, weil das Event doch nicht so saftig ist. Es gibt zwar Doppelbonbons. Ich zeige euch später, was ich so gemacht habe mit den Doppelbonbons. Aber dadurch, dass es auch Halloween ist, kommen halt zum Beispiel so die ganzen Geister-Pokémon sehr oft. Und von denen braucht man eigentlich keine Doppelbonbons. Zum Beispiel der eine hat gar keine Entwicklung. Zu Birgis, der neue. Den gibt es halt als Shiny. Pikachu zum Beispiel auf Raichu kostet 50. Also alles sehr teuer. Dragosso auf Knogger kostet 50. Die neuen Geister kosten 50. Traumato kostet 50. Hundester kostet 50, also EP-technisch ist das alles nicht sehr effektiv. Taubsis und sowas von Leos, Taubogas, Taubos, sowas ist richtig selten. Gut für mich natürlich Nebula, Gengars und sowas, Apollos. Die feiere ich, die sind super saftig, aber ansonsten EP-technisch echt nicht so der Hit. Deswegen, Moment. Ich war kurz vor 45 Millionen. Eine Entwicklungssession habe ich danach gemacht, da war ich auf 45, wo ich das Event gestartet habe. Und jetzt habe ich 45,2. Kurzer Screenshot für euch. Und es fehlen noch 4,8 Millionen. Das sind, also ich mache pro Glücksei ungefähr 70.000 bis 75.000. Kommt drauf an, wie viel Mühe ich mir gebe. Und sagen wir mal, wir runden ein Glücksei auf 100.000. Dann heißt es, ich brauche noch ungefähr 48 Glückseier. Das ist echt eine Menge Entwicklungssessions. Und ich habe noch 50 Glücksei, glaube ich. Genau. Also ich bin echt gespannt, ob das mit den 50 Millionen was wird. Aber mehr dazu erfahren wir in den nächsten paar Tagen, wenn ich ein bisschen mehr gezockt habe und dann sehen kann, wie viel EP und so ich mache und Bonbons. Hier ist mein Taubsi, Moment. Direkt Sananaberge. Saftig, saftig. Und apropos Sananaberge und saftig. Gestern waren wir auf kleiner Raid-Tour und haben Despotas gefangen, gejagt. Also Despotas nochmal 10 Bonbons. Doppel-Candy-Event 20 Bonbons. Mit Sananaberge 40 Bonbons. Das blende ich hier mal ein. Auch da leider das Material verloren. Gab es auch wieder Schwierigkeiten. Also wie ihr sehen könnt, leidendes Wochenende zwecks Pokémon. Ich habe 8 Raids gemacht. 8 Despotar Raids gestern. 5 davon gefangen mit gelber Berge. 3 geflohen. Wobei einer geflohen ist, weil das Handy gehangen hat. Wegen den ganzen Screen Recorder Sachen und so. Also da konnte ich echt nicht gescheit werfen und dann alles verfehlt und schlecht geworfen, nicht getroffen. Aber ansonsten echt krasse Quote. Hängt wahrscheinlich mit dem Fangtrick zusammen, den ich erst jetzt bei den Legendären gelernt habe. Davor, bei den Despotar Raids, war ich eigentlich ziemlich schlecht beim Werfen. Richtig ungeduldig. Aber mit dem neuen Fangtrick klappt es so krass. Gelbe Berge, richtig saftig. Also mein Tipp für euch. Also ich habe eigentlich genug Lavita Bonbons, aber ich will ja Berge machen. Also da hat man echt nie genug. Und muss ich echt sagen, ist viel effektiver als Suicune, vor allem Suicune. Nicht so ein krasses Pokémon, jedes Aquan ist eigentlich besser. Er bringt, also es ist halt ein legendärer Raid und dementsprechend bringt er halt 10.000 Punkte EP. Das ist der einzige Grund und mehr Items, das sind die einzigen Gründe, wieso man den machen sollte, aber von der Effektivität her ist momentan echt Despotar viel effektiver. Man kann sich auch überlegen, Simsala und Machomai, falls ihr die braucht. Ansonsten vielleicht Galaxo und Lapras. Einfach weil vierfach Bonbons sozusagen mit Sananaberge. Aber auf jeden Fall mein Tipp, falls ihr Lavita Bonbons braucht, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall.
Desperate Raid zu machen. So, das war's. Kleines Update, werde ich jetzt jeden Tag machen bis zum Ende des Events. Einfach so, damit ihr den Fortschritt seht, wie viel EP werde ich machen, wie viel werde ich pro Tag spielen und wie effektiv das alles so ist, das Event, wie viele Bonbons werde ich machen. All dies, das werdet ihr sehen. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event bisher ausgenutzt habt, welche Box ihr am besten findet und welche ihr gekauft habt und ob ihr auch auf Desperate Raid Jagd wart. Aber ansonsten war's das, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, nutzt das Event noch gut aus. Und folgt mir auf Twitter, Facebook und Instagram. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.